Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschi. Da sind wir wieder mit mal was anderem, mit was coolem, Star Wars, Jedi Knight, Jedi Outcast, also Jedi Knight 2 natürlich, ne? Mit Kyle Katarn. Weil damals habe ich ja Media Academy gemacht, kann man mal ein Replay machen. Ist halt schon Jahre her, aber ja, ich habe immer mal gesagt, Jedi Outcast kann kommen und weil ein Kumpel von mir allein schon in dem Spiel Probleme hat, denke ich mir, komm, mach, probier's jetzt auch mal aus. Mach's mal. Deswegen, wir machen jetzt auch mal. Neues Spiel. Ich will Jedi sein. Weil ich ein Jedi bin. Na, 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 na. Nice. Aber vorlesen könnt ihr selbst. Vorbereitung auf den Landeanflug. Was auch immer für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kijim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle? Jen? Seid Sie gegrüßt? Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kijim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, erste Schatten noch. Beschlagene Station auf Kijim. Wenn... Müssen wir, wenn das Tal der Jedi ver... Krieger der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lagerlicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne. Dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. So viel zum Thema Vergnügungstour. Psst! Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Ich hätte gedacht, wir den Landanflug sehe ich oder so, oder nö? Verlassen Sie den imperialen Außenposten. Ziele. Verlassenen imperialen Außenposten untersuchen. Truppen der Hinterbliebenen angreifen. Okay, es ist ganz schön dunkel hier, ne? Mit dem Monitor auf höchste Helligkeit. Tag bei diesem Einsatz. Wirklich? Wohin wirst du denn versetzt? In Sektor 7 war was frei, da habe ich mich beworben. Nicht schlecht. Das wird bestimmt ein ruhiger letzter Tag.
Gott. Boah, ich treffe ihn, Stormtrooper. Pariasis. Habt ihr das gesehen? Ich treffe genauso scheiße wie ein Stormtrooper. Ja, nie. Na, komm ich da ran? Kann ich das aufheben? Nö. Oh, 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 das ist fies. Komm mal her, Baby. Könnte wehtun. Ich hab doch gesagt, komm mal her, aber auch. Oh. Wenn ich hören will, muss fühlen. Was war das? Ich nicht. Ist da jemand? Ich treffe so scheiße wie ein Stormtrooper. Ich fass das nicht. Woran liegt das? Sag mal, warum... Was zur Ficken? Warum treffe ich nicht so? Und meine Fresse, tut die Knifte ziehen. Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier, Jam. Und ich bin fast tot. Wow. Aber die Knifte zieht. Seht ihr das? Ich kann wundern, warum die jemanden daneben treffen. Die zieht da richtig zur Seite hin. Die Hinterbliebenen haben normalerweise ziemlich strenge Sicherheitsvorkehrungen. Durchsucht die Offiziere nach Zugangskarten. Im Schnellfeuermodus zieht die richtig. Ah. Und ich kann mich nicht erinnern, dass das Spiel einen angehobenen Schwierigkeitsgrad hat. Dann kann ich mich nicht erinnern. Weil es fühlt sich jetzt schon etwas schwierig an. Perimeterverteidigung aktiviert. Zumindest verliere ich schneller Leben. Sagen, treffe ich doch mal bitte. Du bist doch jetzt absichtlich gesprungen. Na, aber ich dachte mir tatsächlich mal so, weil mein bester Mann Probleme hat mit dem Spiel, ich das schon lange machen wollte. Seit Jahren, aber irgendwie habe ich irgendwie nie Bock gehabt. Naja, ich denke mir jetzt einfach, komm, das kann doch nicht so schwer sein, dieses Spiel, oder? Also, probieren wir es jetzt mal selber aus. Einfach ausprobieren. Und ich glaube, mein Ventilator hört man. Ha! Na, heute ist der Ventilator tatsächlich, was zur Ficken denn, wo bin ich denn hier? Heute ist der Ventilator tatsächlich notwendig. Weil... Hab ich keine Schnellspeichertaste? Nö? Scheiße. Da. Schusssicher. Bin ich denn hier? Nee, der Hauptgedanke ist einfach, so schwer kann das auch eigentlich nicht sein, das Spiel. Also ich glaube es zumindest nicht. Okay, doppelte Etagen. Deswegen einfach mal ausprobieren. Gucken. Lübt das ja. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Könnte dich jetzt so erschießen, Baby.
Großes zu tun. Könnte man zweideutig sehen, oder? Oder? Ein bisschen, ne? Aber natürlich, das Spiel ist inoffiziell gepatcht. Mit diesem Community-Patch, der einiges besser machen sollte. Au. Das tat weh. Das war knapp. Jetzt mal im Ernst, ich normalerweise kann ich doch mit meiner linken Arschbacke besser zielen. Normalerweise. Und ich finde die Maus tatsächlich nicht so smooth gerade. Überhaupt nicht. Was ist das? Komisches Ding. Das könnte smoother sein. Aber ich gucke einfach mal, ob man einen Mausfilter anmachen kann. Na gut, ich konnte sie jetzt nicht smoother machen, aber wenigstens ist es ein bisschen langsamer. Bischel. Also die fahren deutlich zu schnell, aber das, so geht's. Wow. Du siehst gefährlich aus, kann ich... Jo. So, wie komme ich jetzt hier hoch? Fragen über Fragen, wie komme ich jetzt weiter? Obwohl, da war doch gerade ein Glas, ne? Aha. Jetzt wird's interessant. Okay. Oh, die Stimme kenne ich. Spricht der nicht auch in Stargate Jack Carter? Hier der Vater von, der ist immer mal ein wie heißt das nochmal? Nicht Tauriesen der Menschen, auf jeden Fall ein Würmchen schluckt. Oh, wie hieß das nochmal? Meine Lieblingsserie und ich weiß gerade nicht, was ich meine. Ich hab's. Danke. Ich glaube, ich bleibe noch etwas hier und sehe, ob ich nicht ein bisschen Verwirrung stiften kann. Okra, das war's. Und der hat doch einen Tokra geschluckt. Dann habe ich gerade mehrere Schritte gehört, aber es war sie. Ausfernung zur Suche. Nun ja. Und ich habe die Schnellsprechertaste gefunden. Könnte mir in manchen Situationen helfen. So, schauen wir mal. Wo kommt ihr denn alle her? Doch Scheiße gefressen. Genau deswegen. Ihr habt doch Scheiße gefressen. Was hatte ich gesagt? F6, ne? Genau. Ich hatte unter 5 gespeichert und F6 hatte ich schnell laden gemacht. Genau. Ja, ihr habt doch Scheiße gefressen. Jetzt mal im Ernst. Du musst das überleben. Ja. Falsche Tür. Oder? Bin ich nicht gerade andersrum gelaufen? Ich
da. Ja, hier. Machen wir mal hier ein Safe. Sag mal, seht ihr das? Die gehen da richtig auf Tuchfühlung. Das geht ja schon so richtig nach dem Motto, fass mich an. Nein! Du willst es doch auch. Nein! Das ist so nach dem Motto. Wo kann ich dich öffnen? Kann ich dich öffnen? Aha! Nachtsichtbrille, okay. Was stimmt mit dir nicht? Scheiße, ey. Du brüllst so, dass du mir Angst machst. Wähle ich jetzt die Nachtsichtbrille aus? I? L? Y? Pimmel? Inventar. Ah, wir haben ein Inventar. Aber wie wähle ich dich aus? Wähle dich, Pikachu? Yeah. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Okay, ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach N gemacht. Ich habe eine zweite alternative Belegung mit N gemacht. Kyle, der Plan zeigt, dass der Stützpunkt 3 Sektionen hat. Gut, gut. Ich wusste jetzt nicht, was Z B, irgendwas links bedeutet. Er muss umzingelt werden. Wieso? Das führt doch einfach nur niedlich. Wo bist du denn? Wow. Viel besser. Viel besser. Meine Güte, ihr seid da richtig am Rennen, Jungs. Oh. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Datenpad aktualisiert, okay. Aber im Ziel bin ich echt scheiße. Ja, mein Digga, was ist denn hier los? Was ziele ich wie ein Stück Scheiße hier, meine Güte? Da triffst du nix. Also ich bin im Schießen schlimmer als Jabba und das ist schon eine Marke. Bei dem mit seinen schleimigen Wurstfingern kann wahrscheinlich gar nicht schießen. Wenn er überhaupt mit seinen winklerischen Fingern überhaupt was halten kann. Was ich bezweifle. Okay. Sieht gut aus. Ah, ich hab Schiss. Hier kommt doch gleich bestimmt irgendwo eine Kanone oder irgendwas oder was weiß ich. Irgendwas Schlimmes. Ah, blau. Blau. Ah. Da ist eine rote Tür. Da ist eine Tür und da ist eine Tür. Rot. Grün. Okay, gehen wir mal in Grün rein. Gehen wir nicht in Grün rein. Jetzt gehen wir in Grün rein, sofern hier nicht noch irgendwo einer ist. Und dann mal gucken und dann. Lulululululululul. Ach, okay, du bist eine Kamera. Komm an,
Commander, wir brauchen Hilfe! Oh, scheiße. Ha! Headshot! Keine Bewegung! Ganz ehrlich, ich kann mir noch, warum ihr die Rebellen nicht besiegen konntet. Eure Waffen sind scheiße. Meine Güte. Diese Kniften verziehen einfach nur, mit denen kannst du echt schlecht zielen. Du hast ja nicht mal Kimmer und Korn. Meine Güte, die Waffen sind so scheiße. Keine Bewegung. Das Imperium tut mir jetzt schon leid. Hopp, hopp, hopp. Gut. Ach, kennt ihr dieses Gefühl, dass eure Mausmatte irgendwie sich krümelig anfühlt, obwohl sie komplett sauber ist? Aber immer wenn ihr mit der Maus drüber geht, fühlt sich das immer so komisch krümelig an. Das nervt mich total. Ja, meine Mausmatte fühlt sich krümelig an, obwohl sie es nicht ist. Sie ist sauber. Hab ich ja sogar letztens noch gewaschen. Beziehungsweise mit feuchten Schwamm abgetupfert, weil... Kann sie ja nicht einfach so waschen, geht ja nicht. Aber ich hab's auf jeden Fall sauber gemacht. Jan, ich brauche deine Hilfe. Hier ist ein Zugangsterminal, aber es ist kodiert. Bin schon unterwegs. Ja, aber allein schon, weil hier ein LED-Band durchläuft und auf der anderen Seite eine kleine Elektronikbox. Kannst du halt hier in die Waschmaschine werfen. Komm zurück und hilf mir. Wieso hängt sie jetzt fest? Oh. Verstehe. Summer! Wirklich, du triffst nichts? Kyle, wo bist du? Ich kann nicht viel länger. Ich komm ja schon, Süße, ich komm ja schon, ich komm ja schon. Also, du triffst ja wirklich selber aus der näheren Umgebung, was aber sonst. Ja? Hammer! Wirklich, ich kann verstehen, warum das Imperium so scheiße war. Und nur versagt hat. Ich kann es so verstehen, mit diesen Waffen kannst du überhaupt nicht schießen. Selbst aus nächster Nähe triffst du einen Dreck. Du triffst da wirklich nur Dreck. Hariasses! Na komm hier lang. Aber ich treffe einen Scheiß. Ja? Wegfindung ist auch nicht deine Stärke. Ein Kinderspiel. Damit solltest du weiterkommen. Ich bleibe hier und sehe, was ich herausfinden kann. Dich richtig vor das Terminal stellen ist auch nicht deine Stärke. Merkt man schon, ja. Feier. Alter! Das ist wirklich ein Scheiß. Das ist leider so, du triffst echt nichts. Ich habe noch einen Code gefunden. Ah!
Kai war doch mal ein Jedi. Was ist mit aus deinen Jedi-Kräften geworden? Darfst du sie nicht mehr verwenden? Ist das wie in Hogwarts? Aber wegen Kommas Hogwarts verlassen darfst du nicht mehr zaubern? Ist bestimmt so, oder? So, aber ich habe Codes. Ah, ich fühle mich original wie in Hogwarts. Auf einmal darfst du nicht mehr zaubern. Mal hier rein. Da ist eine Knifte. Da ist eine Knifte. Okay, sie schießen nicht. Die habe ich wohl erfolgreich deactivated. Ja? Lässt sich bloß so ein Aufzug einfallen, meine Güte. Hä? 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 Oh! Halt! Ah! Arschloch. Ah, ja, die habe ich schon kaputt gemacht. Ja, Hier bin ich. Ja, Okay. Aber warum schießen die nicht? Ja, weil habe ich hier. Gut, dann müsste ich mit dem Bereich ja, eigentlich fertig sein, ne? Dass ich die Türme kaputt gemacht habe, das hat mich jetzt überrascht. Leck mich am Arsch! Am Arsch! Waffe runter! Nö. Im Ernst, ich treffe einen Scheiß. Diese Waffe belastet mich so hart, weil ich echt schlecht ziele. Ich zweifle gerade an meinen eigenen Fähigkeiten. Danke. Direkt reingeworfen in mich rein. Reingeworfen in mich rein, was für ein Deutsch. Beziehungsweise er hat mich direkt beworfen mit der Waffe. Ja, aber im Ernst, ich zweifle so hart an meinen eigenen Fähigkeiten gerade. Allein nur, weil diese Waffe so scheiße ist. Habe ich hier. Ich bin wirklich am Zweifeln. Das ist hart. Das ist so brutal. Ich denke gerade, Kashi, machst du überhaupt was richtig? Liegt das an mir oder liegt das an dir? Na Schatz, ich muss mit dir Schluss machen. Es liegt an mir. Ja, nö, es liegt einfach an der Waffe. Hat er mich gerade rebellischer Abschaum genannt? Naja, etwas Positives. Er ist genauso scheiße im Zielen gewesen. Gut, ich habe die Konsole aktiviert. Ich glaube, mir fehlt noch ein Symbol. Was sind da drei Tafeln? Dann. Siehst du aber schon. Na. Ja, ich arbeite gerade rum. Tut mir leid. Was ist das denn? Wir werden die Nachricht sofort senden. Welche Nachricht?
Übermitteln Sie meine Unzufriedenheit über Commander Stevens Leistung. Informieren Sie ihn, dass ihm das Kommando entzogen ist und dass er neue Aufgaben erhalten wird. Das wäre alles. Okay. Bitte setzen Sie die Übertragung fort, Admiral Fire. Okay, das war cool. Manama. Manama. Badam. Ich weiß nicht, soll die Musik mir signalisieren, dass ich gerade angegriffen werde oder bin ich am Arsch? Ach, schon wieder. Halt! Nicht schießen! Nicht schießen! Das darf ich nicht! Oh. Hättest du mal auf deinen Kumpel gehört. Nicht schießen! Sag ich das Ding jetzt gedrückt oder nicht? Ah, Waffenenergie. Okay, das kriegen wir hin. Oder auch nicht. Da 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 da. Dieser Tunnel sieht aber eher schlecht aus. Okay, renn, Kashi, renn! Die Scheiße bricht gleich durch! Ja! Ich bin tot! Ich bin tot! Ich wusste doch, ich hab irgendwas, im Gefühl. Renn, weil das ja schon der Nächste. Headshot. Okay. Renn, Kashi, renn. Renn, Kashi, renn, renn. Okay. Nur ein weiterer Arbeitstag, Jen. Da ich jetzt aber nicht mehr zurückkomme, würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle morgen weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, euer Kashi. Hauen Sie rein. Lass mal schön das Willkommen bei Lake. Und dann sehen wir uns morgen. Hauen Sie rein. Und ja, tschüss.